Alter, ich habe bei dir schon mehr Mückenstiche als in 5 Tagen bei mir bekommen. Ich habe überall Blumenduft im Haus versprüht, deswegen. Das sollte dir ja eigentlich davon abhalten. Und vielleicht ist es das ganze Blut, was in meinem Haus auch rumliegt, dass die deswegen. Aber das wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber das Stream sieht uns ja, glaube ich, noch nicht, deswegen. Oh, hi Leute, hallo. Wir haben kein Blut in diesem Haus. Es ist alles in Ordnung und legal, alles verlaufen. Nur hi, meine Hose. Wie geht's? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Backstream. Mautels. Was backen wir heute? Wir backen heute. Hast du so richtige Kuchenmusik drauf? Ja. Cozy Backstream-Musik. Ich habe ziemlich sicher ein Anime-Girl gesehen. Hi Leute, wir backen heute zusammen einen Lebkuchen, denn bald ist ja schon Weihnachten. An die Kochlöffel, los geht's! Hast du schon mal Lebkuchen gebacken? Ich habe ein Lebkuchenhaus schon mal gemacht. Aber hast du es gebacken oder hast du so eine Fertigkacke genommen? Ich habe eine Fertigkacke genommen und die zusammengesetzt. Ja, okay, aber wir machen heute einen freshen Lebkuchen by ourselves. Soll ich die Zutaten zeigen? Ja. Ich mich nicht. Ich habe heute Rotkäppchen mitgebracht, denn wir haben heute für euch im Angebot Lebkuchen im Style von Magic the Gathering Karten. Ganz kurz. Das ist ein bezahlter Stream. Wir werden hier bezahlt fürs Backen. Wir sind professionelle Bäcker. Konditorei, Koppenrad und Füße. Alle Bäcker da draußen, wir sind auf einer Stufe. Wo gibt's noch Qualität wie dieses? Ah, du stehst also auch immer so um 4 Uhr morgens an einem Sonntag auf. Ich bin dann wach, ja? So, was brauchen wir? Wir brauchen Folgendes. Eier. Bicarbonato de Sodio. Was? Das ist übrigens Natron. Azúcar Empo. Das ist Zucker Empo? Zucker im Po, das ist Puderzucker, eine Zitrone, Fermento Para Massas Dozes, ich glaube das ist Backpulver, Colorantes, oh, Streusel, geil, wirklich die standardsten Streusel, die es gibt. Aber ich finde es schön, ich weiß nicht warum, aber Streusel machen mich glücklich. Ich finde, wir können aus den Streuseln Gras machen. Ja. Der Lebkuchen steht im Gras. Ja, ja, ich habe gerade kurz überlegt. Ja, nein. Was du meinst. Aber natürlich meint sie Wiese. Espelter. Vollkornmehl? Ja. Das wird so scheiße schmecken. Oh mein Gott, wir haben wirklich mit den skaftesten Zutaten, die man auf Madeira kriegen kann, versuchen wir jetzt Lebkuchen zu machen. Ho! Und ich habe noch Zucker mitgebracht. Ich weiß, du bist ein zuckerfreier Haushalt. Mhm. Bist strikt gegen Zucker. Hundertprozentig. Du trinkst deinen Kaffee immer zuckerfrei? Ich trinke meinen Kaffee mit Wasser, so Kaffee. Das ist alles? Ja, es ist echt ein einfaches Rezept. Das, weißt du, das Problem an dem Ganzen ist, da wo unsere Professionalität ins Spiel kommt, ist die Form. Genau. Wir machen nämlich nicht einfach irgendeinen Lebkuchen. Wir machen den Lebkuchen. Wir haben uns wirklich die schwierigste scheiß Lebkuchenkarte rausgesucht. Oh mein Gott. Wir hätten einfach wir wollen die Süße nehmen können. Ich will das Krasse machen, Mocky. Go hard or go home. Das hat meine Großmutter schon immer gesagt. Geh weg, mach neu, komm wieder. Das erklärt so vieles. Das ist der Reiter. Okay. Wir tun jetzt einfach alles zusammen. Alles? Die gesamte Menge von allem? Ja, wir tun jetzt alles dran. Aber wir haben nicht mal die Hälfte der Zutaten. Wir haben auch kein Lebkuchengewürz, falls es irgendwie mir aufgefallen ist. Wir haben alle Zutaten. Nur haben wir das falsche Mehl. Wir haben vielleicht etwas zu wenig Puderzucker. Wir haben nicht wirklich so frische Eier. Wir haben die basicsten Streusel aller Zeiten. Und vielleicht haben wir kein Lebkuchengewürz. Aber sonst haben wir alles. Also voll. Was soll jetzt noch schief gehen? Ich finde, wir sollten uns überhaupt nicht beschweren. 500 Gramm Roggenmehl. Sollen wir wirklich so viel machen? Das macht gar keinen Sinn. Wir brauchen 2 Kekse. Das sind 30 Männchen, die hier machen wollen. 120 Gramm Zucker. Das nur. Welchen Grund hast du? Ich kann nicht rein. Ich schlage deinen Salat. Lass einfach alles machen. Lass einfach alles machen. Dann machen wir noch ein paar extra Lebkuchenwürste oder so. Wer isst die denn? Ich will Lebkuchen essen. Da ist kein Lebkuchengewürz drin. Woraus ist Lebkuchen gemacht? Kann man nicht gucken, du willst einfach sich so zusammenmischen aus Paprikagewürz oder so? Also Zimt. Wir brauchen Zimt, Nelken, Anis. Ich bin Anis. Za. Achtung. Vorsichtig. Mit Gefühl. Oh, ein Pupsi. Eins zu viel, 80 Gramm Butter. Oh, ich habe keine Butter mitgebracht, weil ich ein anderes Rezept angeguckt habe. Warum haben wir jetzt dieses Rezept offen? Jetzt habe ich einen Plan, was ich tue. 33? Ah, gut genug, oder? Junge, wer soll denn diesen ganzen Lebkuchen essen? Long, hast du Hunger? Zucker? 120 Gramm. Ach du Scheiße. Tschüss.
So, schieb das mal auf den Herd. Was ist denn das für eine Mische, Alter? Das sieht so gottlos ungesund aus. Wirklich 10 von 10. Das ist einfach nur Butter, Zucker und Honig. Geil. Ey, wenn ich so eine Tüte in der Hand habe und da steht Bicarbonato de Sodio drauf, denke ich doch, ich bin irgendwie so in so einer Drogenküche. My name is Skylar White, yo. My husband is Walter White, yo. Ja, das ist einfach in dieser Küche wurden aber tatsächlich noch nie Drogen gemacht. Noch. Ist das dein Ernst? Verrückst du gerade 2 Teelöffel Natron? Das soll ja auch verteilt sein, oder wollen wir es auf einer Stelle haben? Und dann ist einer sehr natronig und einer sehr unnatronig. Du hast auf 9 gestellt, das ist doch nicht niedrige Hitze. In der Hölle ist es nun mal etwas wärmer als sonst. Ich mach immer alles mit 9. Ja, es passt schon. 1,5 kommt da rein. Das ist purer Zimt. Du hast Zimtkuchen. Du hast keinen Lebkuchen, du hast Zimtkuchen. Und kommt jetzt das heiße, süße Zeug rein? Die Masse darf nicht kochen. Ach, die labern doch. Dann mach halt rein. Wir müssen auch mal gegen die Konventionen. So entstehen die besten Dinge. Wie kriegt das niemals Kind hin? Einfach fertig Lebkuchen kochen. Lebkuchen sind halt auch eine der höchsten Künste. Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen, die man tatsächlich backen kann. Das ist so ein Video, wo sich einfach alle Bäcker die Haare ausreißen. Man muss den Lebkuchen zärtlich in die Welt reinbringen. Lass mich mal daran. Ist es schlimm, dass wir ein bisschen Nagellack da drin haben werden? Nein, da ist so viel Scheiße drin. Komm her, ich leite dich. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Es ist praktisch wie, als würde ich in meinem Uterus wühlen und eine... Das sind Dinge, die können auch nur Uterusmönchen verstehen. Es fühlt sich sehr stark nach einer Eizelle an. Hey, du machst das gut. Ich muss auch sagen, sobald man einmal die Hand drin hat, will man sie auch gar nicht mehr rausholen. Ist das das Wunder der Geburt? Nice to meet you. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt damit? Am nächsten Tag kann der Teig dann ausgerollt werden. Pass auf, es gibt eine uralte Regel, die besagt, es ist der nächste Tag, wenn du geschlafen hast. Kurz die Augen zu machen. Oh, guten Morgen, es ist der nächste Tag. Du hast geschlafen mit der Hand im Lebkuchen. Ich musste ihn ja befruchten. Ach du Scheiße. Und jetzt? Ich würde sagen, er wird gebacken. 2000 Jahre später. Vorsicht, 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 Vorsicht. Das Problem an der Sache jetzt hier damit ist, der ist sehr warm. Ach echt? Wir müssen das YOLO. Es führt kein Weg dran vorbei, als das jetzt absolut zu YOLO. Und es wird nicht mehr besser. Wir haben uns wirklich gar keine Mühe gegeben. Wir haben das Rezept wirklich nicht gelesen. Dieser Stream soll euch zeigen, dass auch wenn ihr hässlich... Wenn ihr hässlich seid, dann seid stolz. Wir lieben euch trotzdem und werden euch trotzdem essen. Okay? Kannst du so Pferde zeichnen? So. Ich frage dich nochmal, kriegst du das Pferd hin? Ich krieg das Pferd sowas hin. Das ist fast schon fertig. Ist es okay, wenn das Pferd ein paar Pfunde verloren hat? Hey, das ist geil geworden. Ne? Das wird ein geiles Pferd, Markus. Ich wollte es eigentlich süß machen und nicht geil, aber hey. Wir sind geile Bäcker, wir können nur geile Sachen machen. Beautiful. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Meditativ das zu machen. Mhm. Hey, das ist die Magie. Die Magie von was? Der Freundschaft. Das sieht doch gar nicht so kacke aus. Ich finde das großartig. 10 von 10. Art. Ich würde das immer wieder tun. Wir brauchen 2 auf jeden Fall von den Beinen. Für jede Seite. Aber passt ja hier. Du bist 8 Jahre alt. Schon mal probieren. Du weißt doch. Wenigstens eine Person vertraut mir. Was hast du erwartet? Da ist eine halbe Tonne Zucker. Ich bin gar nicht süß, ich bin einfach nur scharf. Halt durch! Die Operation ist gleich geschafft. Stabil. Auch der Arm? More or less. Aber wir können ihm auch einfach so ein, wie heißt das, Gips machen? So aus so einem Backpapier. Oh nein, ist er so im Krieg verwundet. Das passiert gar nicht. Viele Monate später. Findest du nicht, dass die Luft irgendwie sehr süß schmeckt? Inzwischen. Imagine, dafür bezahlt werden.
Das halte ich mein falsches. Ja, das wäre wirklich das Letzte, dass du dieses Gerät in der Hand hältst und danach voller weißem, klebrigem Zeug bist. Wieso sieht das Ding auch so aus wie so ein Massagegerät für unten rum? Oh mein Gott. Also, ich finde, das ist eine gute Masse. Es ist so steif wie geht. Mehr kriegt ihr nicht. Da unten ist immer noch Puderzucker. Ich krieg das alles nicht mehr. Wir sind fertig. Nicht mit dem Projekt, aber wir sind fertig mit dem Zeug. Bei Gott, ich bin fertig mit den Nerven. Cool, wir können jetzt hier. 20 Minuten später. Snip, snap. Der Ding-Dong ist weg. No. No. Er braucht das Bein doch gar nicht. Ich finde auch nicht, dass das Pferd ein Bein braucht. Ich finde einfach generell, niemand braucht irgendwas. Je weniger alle haben, desto weniger merkt man das Fehlen von Dingen. Welche Köstlichkeiten! Hä? Sieht voll gut aus. Hä? Also, sieht Hammer aus. Warte. Devise? Es ist überall Streusel. Amin. Das ist einfach, also Sir Ginger of Crack. Bam. Und wie schmeckt der? Schrecklich. Furchtbar. Ganz schlimm. Aber hey, es ist mein Sohn. Ey, geht schlimmer. Ich finde, wir haben es mit den Mitteln, die wir haben, damit meine ich auch unsere Intelligenz, haben wir es echt gut geschafft. Wenn das ein Cosplay wäre, damit würde ich auf eine Convention gehen. Echt nicht. Okay, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alle schön mitgebacken. Ich zeig doch mal, was ihr gebacken habt. Vielen Dank, dass ihr heute bei Anni und Mauki mit in der Küche dabei gewesen seid. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir diesen Sir Ginger ins Leben gerufen haben. Backen macht Spaß. Backen ist Freude. Backen ist 3, 2, 1. Leben. Liebe. Voll. Möchte einfach nur ins Bett. Ja, falls ihr mit uns die Kochlöwe geschwungen habt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht und einen Kommentar. Ding, ding, ding. Ich würde echt gerne so ein Content machen. Und das nächste Mal machen wir nichts. Denn wir werden nie wieder backen.